Hallihallo zum neuen Video. Ja, was machen wir heute? Ja, einen Schnitt mit der Wutmeiser, den Rest mit dem Drohköhler. Ja, wir wollen versuchen, ich habe jetzt ein Spiel ausgebaut. Ich verlinke euch das Video mal oben, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, und da fehlen irgendwie so Dachrinnen dran. Ja, und ich will die mal aus Holz selber machen. Ja, probieren wir mal aus, ob das funktioniert. Also ihr dürft live beim ersten Probeseminar dabei sein. Ich nehme da jetzt auch einfach Fichte Tanne. Weil, ja, wenn nichts wird, ist es besser, als wenn ich dafür Lärsche oder sowas schon verhunzen würde, würde ich mal sagen. Dafür ist das zu Reihe sät hier. Naja, jetzt geht auf jeden Fall erstmal los mit Stamm holen und dann einmal in der Mitte durchsägen auf der Wutmeiser. Ja, du bist ein faules Stamm, was zu holen. Ja, los geht's. Einmal in der Mitte durch, das war's dann hier auf der Säge. Dann geht's weiter. Einmal gut in der Mitte durchgesägt. Hat super funktioniert, zwar ein bisschen Einstellung, aber hier kann man auch sehen, da war es ganz schön knapp. Fast angesägt. Ja, da mussten wir immer aufpassen. Ja, jetzt kommt hier mein Druckhöhler zum Einsatz oder Scheibenfräse von Eder. Ja, mal gucken, ob wir das jetzt so da rauskriegen. Das kann sein, dass wir die Messer noch neu machen müssen, weil ja, die sind immer so die besten. Da war mal eine Schraube im Weg. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wir wollen ihn auf jeden Fall jetzt schön aushöhlen.
Ja, das geht richtig gut. Da entstehen ja hier so schöne Chips, sagt man immer so schön. Richtig riesen Hobelspäne. Mega halt. Läuft ganz gut. Sieht schon brauchbar aus. Ein bisschen schön feinschleifen gleich und dann noch schälen, dann ist die erste bald schon fertig. Ja, ratzfatz würde ich sagen. Ja, ganz gut. Kann man jetzt theoretisch noch was schleifen, sag ich mal, aber ja. Also ich muss sagen, für mich würde das mal reichen. Dafür, dass ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe oder hier das Regenrinne halt erster Versuch. So, ich denke, das Wasser wird durchlaufen. Ja, jetzt drehen wir den Stamm einmal rum. Schälen wir den noch außen. Und dann wäre die erste sozusagen schon fertig. Fertig geschält. Jetzt sägen wir die Kettensäge hier die Äste noch grob bei. Ja, und dann trocknet er so ein, zwei Tage. Dann werden diese jetzt noch, ich sag mal, weißen Stellen hier, wo die noch ein bisschen Rinde herhängt, dunkel. Und dann kann man die so wegschleifen. Und dann ist das eigentlich gut. So habe ich das bei dem Blockausbau auch alles gemacht. Aber wie man doch aus der Übung kommt. Ja, demnächst heißt es ja wieder, jede Menge Stämme schälen für den Bau des Blockhauses. Oder der Blockhaussauna. Ja. Ganz cool geworden, ja, was man alles mit einer Wuttmeiser, einem Eder, Scheibenfräse machen kann, ja. Jetzt kann die ein paar Tage trocknen, dann kann man die noch ein bisschen schön schleifen, ja, und dann kommt auch der nächste Video zur Montage eventuell. Nur, mir ging der eigentlich erstmal nur drum, um die, ob das funktioniert, aushöhlen, ja, funktioniert super, Daumen hoch. Auf jeden Fall dann für das Projekt Blockhaussauna super gut, dass das funktioniert, ja, da werden wir uns dann noch ein paar Lärchen holen. Hier am Spielhaus machen wir jetzt einfach aus Fichte hin. Das, wenn es halt durch ist, ist es halt durch. Aber das, ich denke, so rein vom Gefühl, der wird ein paar Jahre halten.